ein Thema, das ganz e-autospezifisch ist. Wir haben ja eine Klimaanlage verbaut. Diese Klimaanlage braucht ja einen Klimakompressor. Das ist das zentrale Teil, das dann eigentlich die Kälte unter Anführungszeichen bringt. Der ist in dem Fall elektrisch betrieben. Das heißt, ich kann den jederzeit einschalten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann im Fahrzeug einen Timer programmieren und sagen, ich möchte um 15.30 Uhr 21 Grad haben. Dann wird das so rechtzeitig gestartet, dass das auch wirklich erreicht ist. Und die Möglichkeit Nummer zwei ist, wenn das Fahrzeug mit der fahrzeugspezifischen App verbunden ist, dann kann ich auch über die App den Timer individuell programmieren oder kann ad hoc auch sagen, jetzt die Klimaanlage starten. Das heißt, ich bin am Weg zum Fahrzeug und kann dann wenige Minuten vorher das Ding loslegen lassen, bis er dann beim Auto bin, ist das auf die gewünschte Temperatur runtergekühlt. Also eine sehr komfortable Funktion, die es beim Verbrennen in der Form nicht gibt, weil da für den Betrieb des Klimakompressors immer der Motor laufen muss.